5, 4, 2, 1. Nein! Komm! Malinji hat mir ein Geschenk mitgebracht zum Geburtstag. Ja, oh, Scheiße. Ich werde mich freuen. Oh mein Gott, das sieht aus, als hätte es jemand gemalt, der gerade voll auf Crack ist. Perfekt. Wow. Das sieht aus wie ein Gorillas Musikvideo. Du weißt nicht, wer die sind, oder? Nein. Wie findest du es? Jo. Leon, du kannst gleich sagen, dass du mich nicht magst. Hanna kommt gleich vorbei und ich glaube, sie will uns pranken, also pranken wir sie zurück. Aber sie sieht dich fast gar nicht, Leon. Warum nicht sowas von? Wenn jemand fragt, was macht der Manager so? Codewort ist Mausi. Was ist dein Codewort? Peter. Peter, okay. Hello. Hello. Na gut. Thank you. Mausi. Boah, ich muss was zeigen, was mir Valenti geschenkt hat. Was ist das, oder? Peter. Ist das der Leon? Ja, wo ist Hanna? Ich hoffe, dass der Mann ist hier auf der anderen Seite. Im Kasten. Wir haben gerade einen Koffer entdeckt, der liegt hier einfach so komplett unbeaufsichtigt, mitten in der Stadt. Lass den in Ruhe, was denn da eine Bombe drin ist? Cat. Hast du dich wirklich erschreckt? Das ist voll, es kommt so ein Bombenroboter mit so einem Arm. Und da hängt sie dann auf. Wieder Wally. Und dann kommt ein zweiter Roboter, der dem anderen noch helfen will. Wir spielen jetzt PowerPoint-Karaoke. Da bekommt man eine PowerPoint, die man noch nie gesehen hat. Und man muss trotzdem so vortragen, als hätte man voll den Plan. You're Ray. Ja, willkommen zu meiner Präsentation zu den Vorteilen von Hochzeiten im Winter. Das ist Make-up schmilzt nicht. Das ist nämlich jetzt nicht glücklich, weil ich im Sommer geheiratet habe, Hanna. Deswegen, das ist eine geile Präsentation. Niemand wird stinken. Ja, guck, die Inder sind glücklich, weil sie im Winter heiraten. Are you ready? I'm ready. Willkommen zu meiner Präsentation von... Ich hab keinen Bock auf diese Autoscheiße. Okay, let's go. Das ist genau mein Thema, da haben wir mir ganz Herz mit reingesteckt. Das sehen wir mal. Viele Kisten Bier. Wir sehen nur nicht nur Bier, sondern Toilettenpapier. Hier sehen wir Ich habe ein Riesenproblem. Es ist 2 Uhr nachts und ich habe meine Schlüssel verloren. Hier gibt's eine Nachtwache. Es gibt eine Nachtwache. Danke sehr. Schatz, ich bin zu Hause. Ich hab dich so vermisst. Oh mein Gott, ich habe eine Idee. Warum liege ich am Kloboden? Ich habe jetzt ein Postfach. Was, warum? Dass dir die Leute Zigaretten schicken. Klar, wäre einfach irgendwas, was funny wäre. Wäre doch funny, oder? Du, so Zigaretten sind funny, oder? Also wer Bock hat, schickst mir gerne Zigaretten. Du siehst legit aus wie so ein Pokémon-Trainer. Bingo, konzentriert ist doch echt schwierig. Was machst du? Pokémon spielen? Aquaknarre. Du bist Wahnsinn. Ihr macht ein Kooperationsvideo. Was hast du für eine Kooperation? Siemens. Ah, was macht Siemens? Die zahlen gut. Heute stelle ich euch was ganz Tolles vor. Ich liebe es. Ich liebe es. Mir ist alles von Siemens. Heute kläre ich auf über soziale Netzwerke. Das sind die verschiedenen sozialen Netzwerke. Twitter, Tinder, Yam. Was ist Miam für ein soziales Netzwerk? Ich chat gern. Nein, Yam Sing! Ist doch voll im Hochbruch, habt ihr schon was gesagt? Was ist Mobbing. Mobbing! Ganz großes Thema, seit Social Media gemacht, werde ich von Mike Quelles gemobbt. Sing ist wieder voll im Durchbruch. Ich finde, du sollst besonders auf das zweite eingehen. Die hat mal. Die Firma kennt jeder, das soziale Netzwerk. Google? Nee. Sing? Nein, da steht nicht Google. Facebook? Nein, was steht denn da bei dem Roten? Goggi! Ich liebe Goggi! Ich habe noch nie gedacht, dass ich eine psychische Erkrankung habe. Man denkt ja immer, wenn man... ich verstehe es jetzt. Jetzt verstehe ich es. Ist Phobie auch eine psychische Krankheit? Was ist Mechanophobie? Angst vor Bojen. Das nennt man Mechanophobie. Was mit David Bowie? Oh je, was wird das? Das kommt der Willis. Ich bin ein eicher Psychotherapeut. Möchten Sie über Freunde etwas sagen? Geschichten erzählen? Über Freunde? Ja. Haben Sie sowas überhaupt?
Ja, man weiß hier nicht. Also Sandra und Hanna heißen die, die machen ein bisschen zu viel Party. Wieso finden sie es so schlecht, dass die Partys machen? Ja, das hätten sie sehen müssen. Fireball. Sie ist ein bisschen schwieriger vorher. Oh shit. Warum hast du Scheiße im Gesicht? Typisch Leon, kommt rein. Jetzt bin ich der Schuldige. Du musst Content drehen. Wofür? Die Müllabfuhr? Der Vlog ist noch nicht vorbei, denn nach dem Auto kommt noch was. Stimmt's, Hanno und Malinci? Ja. Aber vorher danke fürs Zusehen, Euda, und nicht vergessen zu abonnieren. Denn es ist gratis und man kann sich immer umentscheiden. Peace. Danke, Malinci. 20.000 auf YouTube. Thank you so much. That's amazing, I can't believe. I wasn't ready for that. I wasn't ready.